Und das steckt ihr halt an euren PC und an eurer Konsole. Ich nenne es mal ein Beispiel PS4 oder Wii U, keine Ahnung. Und dann könnt ihr dieses Programm, so ein Capture Card Programm, auf euren PC runterladen. Ihr könnt dann mit der Capture Card eure, also auch Videos auf Konsolen aufnehmen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute habe ich ein sehr wichtiges Thema an euch, also eine Frage und ein Thema, worüber ich schon lange sprechen wollte. Und zwar wollte ich mir nämlich was ganz Bestimmtes kaufen, aber wozu hole ich mir das, wenn ihr dann nicht die Videos davon guckt? Okay, ich löse es auf. Ich will mir eine Capture Card holen. Was ist das? Eine Capture Card, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt so eine Art Festplatte, ich weiß es nicht, also so eine, auf jeden Fall sieht es so aus wie so eine kleine Festplatte. Und das steckt ihr halt an euren PC und an eurer Konsole. Ich nenne es mal ein Beispiel PS4 oder Wii U, keine Ahnung. Und dann könnt ihr dieses Programm, so ein Capture Card Programm, auf euren PC runterladen und könnt dann mit der Capture Card eure, also auch Videos auf Konsolen aufnehmen. Vielleicht guckt ihr ein paar YouTuber, die sowas machen. Und ich will auch sowas machen, denn das Problem ist, ich habe mein PC ist ja nicht das einzige, was ich habe, womit ich Spiele machen, also Spiele halt, womit man halt Spiele spielen kann. Nein, ich habe natürlich auch Spielekonsolen wie halt fast jeder Mensch. Und ich nenne euch mal ein Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Wii U. Darauf könnte ich vielleicht Let's Plays machen, wenn ihr darauf Bock habt. Nein! Also sagt mir auf jeden Fall, ob ihr Bock darauf habt, auf solche Wii U Let's Plays oder vielleicht, ich habe zwar noch keine PS4, aber vielleicht auf, aber ich habe eine PlayStation 3, vielleicht auch PlayStation 3 Let's Plays, Wii Let's Plays, ja, whatever. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommis, ob ich das machen soll oder nicht, ob ich mir eine Capture Card holen soll oder nicht. Und ja, ich habe euch nämlich mega viele Spiele zu bieten, am meisten von meiner Wii U oder von meiner Wii, weil ja, ich bin früher und bin eigentlich immer noch ein Nintendo, ich sag mal Nintendo Zocker oder Nintendo Kiddy. Ja, ich stehe auch dazu, ich feiere einfach die Spiele, das tun ja viele, ich auch, und deswegen habe ich halt Bock, also ich hätte darauf richtig Bock, wenn ihr darauf auch Bock habt, das wäre dann perfekt. Aber seid auch bitte ehrlich in den Kommentaren. Ja. Also mir ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr mir das in die Kommentare schreibt, ob ich mir das holen soll oder nicht. Weil ich will mir nämlich die Elgato Game Capture HD 60 holen. Für die, die sich mit Capture Cards auskennen, wissen, dass das die beste Capture Card ist, die es so auf dem Markt gibt. Und die gibt es für 170 Euro und die werde ich mir holen, wenn ihr das wollt. Also wenn ihr hauptsächlich Wii U Let's Plays wollt, weil ich ja, weil ich besitze noch keine Switch, noch nicht, aber vielleicht, ja, gibt es dann noch eine Switch für mich, aber ich weiß ja nicht, mal gucken, aber auf jeden Fall, Wii U Let's Plays werden dann stattfinden, das kann ich euch dann schon mal ankündigen, und vielleicht, wenn ihr wollt, kann ich natürlich auch PS3 Let's Playen, nur PS3 hat halt eine bei weitem schlechtere Qualität als die PS4, und ich habe keine PS4, leider. Und ja, deswegen ist das ziemlich blöd, dass ich keine PS4 Let's Plays machen muss, und was noch blöder ist, ist, dass ich jetzt kein Wasser mehr habe, dass ich jetzt Corp MRG machen muss, obwohl ich Corp MRG nicht kann. So, und nein, wie gesagt, ich hasse Corp MRG. So, falls ihr euch fragt, warum ich neue Boots habe, ich habe heute in der Item Chest die Lava Boots gewonnen, also wundert euch nicht. Und ich würde sagen, wenn euch dieses heutige Video von Minecraft Skywars gefallen hat, dann würde ich mich auch eine positive Wertung freuen, und ich sag's jetzt nochmal, bitte schreibt in die Kommentare, das ist mir das allerwichtigste in diesem Video,
Bitte schreibt in die Kommentare, ob ich mir eine Capture Card holen soll oder nicht. Das interessiert mich nämlich sehr, weil eine Überraschung, wie gesagt, als Capture Card Projekt ist halt mega scheiße, weil dann mögt ihr das vielleicht nicht und sowas. Und dann habe ich mir eine Capture Card umsonst geholt und das ist ja nicht gerade wenig Geld, diese Capture Card. Ja, aber auf jeden Fall, wenn euch dieses heutige Video gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und wenn du willst, könnt ihr auch dieses Video hier teilen. Und ja, haut rein und ciao! That's it, friend? Yes.